Ich danke euch für eure Hilfe. Vielleicht haben es die Urukai so schwerer, die Bewohner des Landes zu schinden und mindert die Verwüstung, die sie säen wollen. Geht mit meinen besten Wünschen und viel Glück auf euren Wegen. Ja. Gut. Muss aber noch angreifende Waage bezwingen. Ich Gott. Erst dann kann ich hier weg. Dann habe ich dieses wirklich abgeschlossen. Dann Waage und... Damit wir den Vormarsch der Waage auf... Cool. Das müsste er jetzt packen. Wie ihn mal doch hervor. Wagmeister Alugat. Hatte Funst. Was habe ich denn da bekommen? Schicksal. Überragende Würstchen mit Kartoffelbrei. Was Feines. Ich doch auch. Echert ihr. Ja? Das ist echt. Nee, das ist diese Ruine, die daneben ist. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Echert ihr Region ist einer. Da. Und da sind diese ganzen Halborks. Man muss so komische Statuen finden, so ganz kleine Figürchen. Die letzte auf. Was kann ich für euch tun? Habt ihr den Wagmeister bezwungen? Ja, das ist wahrlich eine gute Nachricht.
Fürs Erste sind diese Lande sicher. Aber unsere Arbeit ist nicht abgeschlossen. Unsere Anstrengungen, Tamkile hier von den Urukai zurückzugewinnen, verdoppelt werden. Ich lasse nicht zu, dass das Opfer der Unschuldigen umsonst war. Wenn die Zeit kommt, hoffe ich, wieder auf euch zählen zu können. Bis dahin bin ich euch dankbar für eure Hilfe. Das I ist groß. Hilfe! Und stehe in eurer Schuld. Ita schön. Oh. Jetzt Großhang. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Probe könnte man ja auch sogar an. Ich drücke hier immer den falschen Knopf. Ich möchte einfach die Handwerkstasche öffnen. So, hier. Dann soll ich hier hin. Zum murrigen Zwerg. Da die grüßt euch mürrisch, als ihr seinen Laden betretet. Hi. Tag. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr so bald nach Mosang zurückkommen würdet. So bald? Ich bin Level 17. Wir haben es jetzt mal gesehen, da war ich Level 2. Zufälligerweise kamen vor kurzem Geralt und Vena vorbei. Sie baten mich, einige Ausrüstung vorzubereiten, falls ihr noch einmal vorbeischauen solltet. Offenbar wollen sie sich dafür bedanken, dass ihr euch um ihren jungen Eckwin gekümmert habt. Sie haben bereits für alles bezahlt. Wieso sollte ich mich also beschweren? Zumal sie es geschafft haben, dass der Junge nicht mehr ganz so oft hört wie früher. Das allein wäre als Bezahlung fast schon ausreichend gewesen, wenn ihr mich fragt. Aber eben nur fast. Seelenfrieden sorgt nicht dafür, dass ich etwas zu essen auf den Tisch bekomme. Aber Münzen schon, zu eurem Glück. Also bedient euch einfach, ihr müsst nichts dafür bezahlen. Ich hätte gern einen neuen Runenstein. Also wo geht es als nächstes hin? Nach Alt-Kardolan, sagt ihr? Skadi streicht sich über den Bart. Da gibt es nicht viel, soweit ich weiß. Wenn man Meneldir reden hört, könnte man meinen, es wäre ein großes Königreich. Aber das ist lange her. Ich glaube, es wurde vom Krieg und Krankheit verwüstet und jetzt erinnern sich nur noch Waldläufer und Gelehrte daran. Und jene, die das Pech haben, den Waldläufern und Gelehrten zuhören zu müssen. Ich werde euch nicht aufhalten. Aber wenn ihr diesen Weg einschlagt, müsst ihr den Fluss bei Tarbad überqueren. Die Brücke wurde zerstört, sodass die Überquerung alles andere als angenehm werden wird. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bleib lieber hier in meiner Schmiede, wo es trocken und warm ist. Skadi hat recht. Wenn wir nach Cardolan wollen, müssen wir den Fluss Gwadlo bei Tarbad überqueren. Gwadlo. Als die Numenora die Stadt erbauten, diente die große Brücke als wichtige Verbindung nach Gondor und der Handel mit den Landen im Süden florierte. Aber dann kam der Niedergang des Königreichs von Arnor und Tarbad wurde aufgegeben. Es gab immer weniger Reisende auf der Südstraße. Das Mauerwerk verfiel und Teile der Stadt stürzten in den Fluss. Nach dem Klagewinter spülten riesige Mengen Schmelzwasser den Fluss hinunter und die Brücke wurde vollends zerstört. Aber die Leute haben den Fluss bei Tarbad schon überquert, bevor es die Brücke gab. Es sollte also noch immer möglich sein. Reisen wir nach Nordwesten, nach Tarbad und verschaffen wir uns ein eigenes Bild. Treffen wir uns im Schatten der zerstörten Brücke am Südufer. Dann einen neuen Stadt. Hier mehr Moral. Damage an den Verkauf. Den würde ich ganz gerne in die Bank tun. Sollte doch so gut wie nichts drin sein, oder? Ja, das ist der Inhalt meiner Bank, alles klar. Nichts. Sehr schön. Das heißt, ich pack mal
die Geschenke da rein, auch wenn ich die Tasche nie so weit voll kriege. Und die auch. Das ist Karte nach Winterheim. Keine Ahnung, ob ich das irgendwann mal spiele. Hier haben wir noch einen Schlüssel und noch eine Box. Alles weg. Hier ist noch was fürs Haus. Ach, das geht alles da rein. Gut. Und das ist eine Angel. Stimmt, ich sollte ja mal angeln, damit ich das Hobby lerne. Okay, ich würde sagen, ich gehe mal fix nach Bre und gucke mir die Aufgabe an. Hallo. Hi. Würde mich schon interessieren. Vielleicht kann ich sogar schon abschließen. Die Welt wird in 2 Stunden geschlossen, stand da gerade. Ja. 1. Ja, schon 1. Das. Unendlich. Mach erstmal ein Dicken. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja. Er hätte auch noch diese. Bleibt und hört mich an! Einführungsquest, ja, die können wir. Ich muss, glaube ich, sowieso ins Pony, ne? Da muss ich in die einsamen Lappen. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Bringt Dieselwolds Brief zu Anlaff den Einsamen. Der ist noch verlassen, Herr. Bleibt einen Moment. Recht mit Ted Blattschneider. Wenn ihr so freundlich werdet, geht und besucht Ted Blattschneider. Er dürfte sich hier westlich des Stadttors aufhalten. Vergesst nicht, ihm zu sagen, dass ich euch geschickt habe. Zahlt. Nö. Nö. Einfach nur. Gelegenheiten. Seid gegrüßt. Es ist schön, euch zu sehen. Ich werde euch nicht belanglosem Gerede langweilen. Dankeschön. Ich grüße euch. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Bums. Alter, also, deutlich mehr Damage, aber von den Werten ist er schlechter als man. Ihr habt eure ersten Schritte auf dem langen Pfad zum Verständnis der Macht der Runen und der Sprache gemacht, doch eure nächsten werden nicht so leicht sein. Runen können Taten und Geschehnisse in Welt und beeinflussen. Geschrieben. Eine Elbin namens Echerin reist manchmal zur verlassenen Herberge am westlichen Rand der einsamen Lande. Sie wird euch mehr über die Beziehung dieser Dinge sagen können. Okay. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Eine Lektion. Okay. Aber das heißt, ich kann die Aufgabe von dem Typ hier annehmen, zur verlassenen Herberge zu. Uff, das Ding hat mehr DPS, aber viel schlechtere Werte. Arg! Ich habe jetzt 48 Wille, das hat nur 8. 8. Und ich habe nur Takt. 32,7 DPS, 41. Pass auf, ich nehme mal hier. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ja, nehme ich. Und. Da lang. Die Aufgabe ist rot.
aber der gleiche Weg zur verlassenen Herberge. Au. Die andere Aufgabe ist wahrscheinlich, weil es dann in dem Gebiet Folgequests gibt, dann nicht schaffen wird. Das ist schon heftig. Uff. Wie lange hält denn das? 5 Tage. Können wir erneuern. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Seid gegrüßt. Ich grüße euch. Erstmal eine Butterblume und 2 Aufgaben. Wie kann ich zu Diensten sein? Sprecht mit Arthur Heubang, sprecht mit Hauptwachmeister Grimranke und Kellerdein Brandybock in Bockland. Eine Sache vertreibt eine andere. Sprecht mit Epos. Ich möchte gerne erstmal im Mooshang alles fertig machen. Okay, er lädt ein bisschen lange. Huch. Ich grüße euch. Habe ich noch nicht entdeckt? Habe ich noch nicht entdeckt. Sehr gut. Jetzt müssen wir eher Einführung der Handwerkskunst werde ich nicht ab. Schattenbuch 1. Das ist. Obwohl, und Glenhelis? Ach, da soll ich noch hin. Ja. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wir haben doch das Kernholz von dem Baum. Das bringen wir jetzt erst noch weg. Stimmt. Da interessiert sich doch merkwürdige Kuriositätenhändler für. Da gehen wir jetzt hin. Helük. Dünn Helük. Oh no, der ist da unten. Er ist da unten. Wir könnten auch springen, aber ich glaube, man stirbt dann direkt. Seid gegrüßt! Oh, was habt ihr denn da? Darf ich das sehen? Als Ado Bankot, Ingolfs
Ringdoll. Kernholz untersucht, bemerkt er genau wie ihr die seltsame Fäulnis in diesen Ringen. Doch so ein Glück, dass diese uralten Kreaturen krank werden. Ich persönlich kann nur mein Bestes tun, sein Andenken zu ehren, indem ich dieses Kernholz bewahre. Es wird etwas dauern, aber ich werde die Fäulnis entfernen und das Kernholz neu formen. Was ich daraus mache? Kann ich noch nicht sagen. Aber es wird etwas sein, das ich jeden Tag meines Lebens schätzen werde. Und das ist ein Versprechen. Wenn ihr doch etwas in dieser Art findet, bringt es bitte hierher. Dann sorge ich dafür, dass ihr für eure Mühen entschädigt werdet. Oh, echt? Ich danke euch, mein Freund. Was? Trophäenjäger von Schwanenfleet. Norlok, eine Trophäe. Steinrücken. Naga. Malbeiß. Forsting. Okay. So. Jetzt. Irgendwo da. Großhang wäre am einfachsten. Letzten. Langsam mal nur finden. Da, schon wieder die Abzweigung verpasst. Mal passiert mit. Hier muss ich lang. Eingezeichnet. Wie ist das Wertebefinden? Muss sagen, bitte. Seite raus. Dann würde ich sagen, seitlich kommen wir bei der Brücke. Ich heute die Aufnahme. Jetzt komme. Denn ich habe Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Ja. Und wenn der Server hier offline geht, kann ich ja ein bisschen in Valorant üben. Und das beim nächsten Mal ein wenig streamen. Vielleicht noch ein bisschen Shooter spielen üben. Ich muss mal gucken, der Vermieter hat, glaube ich, gerade angerufen, was rausgekommen ist jetzt, ob da noch ein Handwerker vorbeikommt oder nicht, ob ich das Bad wieder einräumen darf oder nicht. Ja. Bin gespannt. Halt euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ob vielleicht noch irgendwie ausfallen muss, weil das Bad wieder mal überschwemmt ist. Und ja, sich nicht drum gekümmert wird oder verspätet gekümmert wird und wir hier erstmal in dieser Suppe sitzen. Klasse. Bin gespannt. So, wo ist er denn? Die Puschelwuschelhaare, guck. Was? Bin hier. Ha,
Halt! Seid ihr Freund oder Feind von Rohan? Ich muss zugeben, ich kann es anhand eures Gesichtsausdrucks nicht erkennen. Seid ihr Freunde Rohans und seiner Bewohner? Ihr versichert der Frau, dass ihr und Meneldir anständige Leute seid und keinen Ärger machen wollt, solange lediglich einen Weg ans Nordufer des Flusses sucht. Die Frau überlegt kurz und nickt dann. Sie wendet sich Meneldir zu. Ich hoffe, meine Frage ist nicht zu direkt, aber ich muss sie doch stellen. Wenn ich mich nicht irre, seid ihr wie ein Dunadain-Weitläufer gekleidet. Bestens angepasst an das Leben in der Wildnis des unwirtlichen Nordens. Gehört ihr zu ihnen? Denn ich suche nach den Waldläufern des Nordens und meine Aufgabe ist von größter Wichtigkeit. Eure Frage ist für mich nicht leicht zu beantworten. Sagen wir einfach, dass ich einst zu ihnen gehörte, aber wenn ihr die Dunedain finden müsst, dann ist eure Suche noch nicht vorbei. Wir verfolgen ähnliche Ziele, denn auch Rawdolf und ich auf der Suche nach den Waldläufern des Nordens. Meneldir schaut auf den wild schäumenden Fluss. Wir müssen den Gwadlo überqueren, den Fluss Grauflut. Und das wird nicht einfach werden. Ich fürchte, die reißenden Fluten werden an einigen Stellen zu viel für euer Ross sein. Und die flachen Stellen werden von Orks bewacht. Ich kenne die Rohirrim nur aus Erzählungen, aber ich weiß, dass sie sich nur in äußerster Not von ihren Rössern trennen. Wenn euch eine solch wichtige Sache antreibt, dann wüsste ich gern euren Namen. Und vielleicht könnt ihr uns auch sagen, welche Aufgabe auf der anderen Seite auf euch wartet. Falls nicht, müssen wir uns leider verabschieden, denn Rawdolf und ich können nicht länger warten. Aska! Ei! Hi. Bei den Rohan. Hier. Leute aus Rohan. Die Frau denkt einen Augenblick nach und steigt dann wehmütig von ihrem Ross ab. Lebe wohl, mein Starkmut. Ich hoffe, ihr findet euren Weg zurück in die goldenen Felder der Mark. Wir werden uns wiedersehen, wenn meine Aufgabe erfüllt ist. Die Frau wendet sich wieder euch zu, ihr Blick ist kalt. Das Schicksal Rohans liegt in meinen Händen, sonst würde ich meinen treuen Gefährten wie mein Starkmut niemals zurücklassen. Das sind die Worte von Egfrid aus Feldheim, die mit größter Eile hierher geritten ist, um Hilfe für König Theoden zu finden. Also lasst uns den Fluss überqueren, und zwar schnell. Ah, Feldheim. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Verwüstung von entdeckt die Schnitzereien auf diesem uralten Stein beschreiben, wie Prinz Amleif, der Erstgeborene von König Erendur, im Jahre 777 den Damm wieder aufbaute. Eure Muskeln schmerzen, aber die brutalen Schreie der Orks in der Nähe spornen euch an. Tiefend steigt ihr aus den Fluten, froh, endlich das andere Ufer erreicht zu haben. Das war wirklich nicht schön, aber immerhin haben wir das Nordufer erreicht. Wäre die große Brücke noch intakt, hätten wir es natürlich sehr viel leichter gehabt. Durch etwas ausruhen, bevor wir wieder aufbrechen. Wie ergeht es Egfrid? Egfrid kommt keuchend und nach Luft schnappend aus dem Fluss. Ich hoffe, Starkmut versteht, wieso ich das getan habe. Er wäre mir überall hingefolgt, auch in den Tod. Er ist wie ich.
Denn ich würde alles für Rohan tun. Egfrid atmet tief durch und massiert ihre Arme. Auf der anderen Seite dieses elenden Flusses habt ihr mich gefragt, wieso ich zu den Dunedain Weitläufern will. König Theoden King ist krank. Sein Körper wurde von einer Schwäche erfasst, von der er sich wohl nicht erholen wird. Ich habe gehört, dass die Weitläufer des Nordens Heilmethoden kennen, mit denen sich das Leid des Königs womöglich kurieren lässt. Ich soll ein Heilmittel für ihn beschaffen, einem ihrer Heiler nach Edoras zu kehren, wo er sich des Königs annehmen soll. Ich habe Starkmord nur zurückgelassen, weil es um das Schicksal Rohans geht. Jeder, der das in Frage stellt, wird mein Schwert zu spüren bekommen. Ich habe gezweifelt. Gar nichts. Ruf. Ha. Zwingt Orks in den Ruinen. Das würde ich beim nächsten Mal. Und mich für heute verabschieden. Für die Runde bedanken. Bin auch Bekannter der Dunedain von Cardolan geworden. Sehr schön. Berufsstufe hat sich X keine Punkte bekommen und ich hätte aber ein freies Feld zu sehr schön. Dann lese ich das beim nächsten Mal vor und tausche noch. Sehr gut. Ey, cool, ich habe 1122 Moral und 1123 Kraft. Wie witzig. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich auf YouTube. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald wieder in einer neuen Folge Lotro. Anfangs Startgebiet Quests rein in Cardolan Schwanenfleet, was wir jetzt erledigt haben. Und ich bin jetzt hier in Cardolan im neuen Gebiet und freue mich auf die Reise, die mich hier erwarten wird. Also, bis dann. Gut. Ciao, ciao.